Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival auf der MS, wie hieß er nochmal, auf der Welle... Wir haben noch keinen Namen. Archevel. Namensvorschläge wollten wir haben. Genau, genau. Aktuell heißt die Archevel. Mit dem Centaur und dem Valkyrie. Wir sitzen alle... Hallo zusammen. Niedlich auf der Brücke. Das ist ein Riesenschiff, ich gucke mir gerade mal von außen an. Und gerne. Unsere kleinen Nupsis da oben drauf und... Wird noch ein bisschen größer und das wird... In der nächsten Session bei der Aufnahme. Und der Kaiser packt immer noch falsch rum. Ich pack nicht falsch rum. Klar packst du falsch rum. Guck nach vorne. Hier links, links das kleine Raumschiff. Unser Urraumschiff, das steht falsch rum. Nee. Das ist doch egal jetzt. Wollen wir jetzt die ganze Folge drüber reden, wer richtig rumparkt? Du fliegst ja von vorne rein in das Raumschiff und fliegst nach hinten raus. Ach so, ich dachte, wie von hinten rein nach vorne raus, in Fahrtrichtung. Nee, hättest du mal die letzten Folgen geguckt, da ist mich schon richtig rum reingeflogen, hat das alles vorbildlich gemacht, weißt du? Ist ja egal, wie rum man reinfliegt hier. Kannst ja mal reingucken in die Folgen. Genau, du warst ja nicht dabei, ne? Nein, es ist nicht egal. Okay, Kenas, können wir jetzt losfahren? Ja, fahr mal. Also wir fliegen jetzt nach Omikron, weil wir irgendwas holen wollten. Genau. Wir wollen erstmal die Babys testen und dann ein bisschen... und Eisen und ein bisschen sinnlos was angreifen. Vielleicht uns gegenseitig kann man PvP einschalten. Ja, komm. 3, 2, 1, rumgeworpe. Du bist so ein bisschen am Übersteuern wieder. Also ich habe aber nichts geändert. Also das darfst du nur nicht so laut reinschreien irgendwo so. Dann ist das auch kein Problem. Soll ich mal schreien? Naja, man hört es halt schon. Und deshalb... Sind unsere Geschütze eigentlich jetzt an oder ja, das eine da. Unsere Geschütze sollten vielleicht mal anschalten dann. Ich meine, wenn wir alle auf dem Planeten sind, passiert da sowieso nichts. Ja, aber wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession müssen wir das Schiff endlich mal zu Potte bringen hier. Ich finde, das ist fertig, wenn ich mir das so angucke. Ja, gell, vor allem keine Wände und Dings, auch braucht keiner. Es ist luftig. So. Vor allem die Farm vorne, die hat sehr schön... Aber heute sind wir auf den Community-Willen eingegangen und haben kleine Schiffchen gebaut. Die Farm ist vorne komplett offen. Ne? Da kann man jetzt jede Sonde so reindüsen. Okay, Leute, wir sind da. Ihr dürft aufstehen. Juhu! So, dann mal raus. Nehmen wir nicht an, dass er wollte, dass ich mit dem Ding versuche zu landen. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht so gut. Warum? Nee, falsch. Weil wir noch keine Aufwärtstriebwerke angebaut haben. Könnte dann auch interessant werden. So, und jetzt sag mir nochmal, warum ich jetzt falsch rumgeparkt habe, wenn wir doch jetzt Richtung Planeten geflogen sind. Ist doch eigentlich relativ egal. Ja. Weil du von vorne reinfliegst in das Schiff und nach hinten raus. Das ist doch falsch rum. Oder du fliegst von hinten rein und nach vorne raus. Ich flieg von hinten raus. Genau, hinten rein, vorne raus. Das ist ja. Sollte man vielleicht alle drei Schiffe vielleicht irgendwie mal zeigen, gleichzeitig irgendwie oder so? Achso, ich bin schon dann an Flug. Ja, so, ich weiß nicht, weil ich so schnell draußen war. Im Staffelflug, genau, warte mal. Nicht mal alle diese Hektik, diese Jugend von heute. Ach, da seid ihr ja schon. Ach, guck mal da. Da. Ich weiß nicht, ob es der Well ist, aber da hat jemand sehr eilig. Ja, es ist der Well. Ob der Server das jetzt mitmacht. Ich habe es gestoppt gerade. Achso, ihr fliegt doch an mir an vorbei. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, okay, dann gehen wir mal rein. Koordination hier. Wie nennt man das nochmal? Gruppenfliegen? Oder Simper. Wow, hier ist ein riesiges Loch im Planeten. Also ich weiß nicht, warum du mehr Löcher hast. Ich habe überhaupt keinen. Bei mir ist alles fein. Raketendrohne. Nee, hier ist ein riesiges Loch im Planeten. Und mit Drohnenbasis. Mitten in diesem Loch schwebt eine Alienbasis. Auch interessant. Boah, die kriegt's aber jetzt hier. Jetzt lädt es langsam. Hui. Jetzt lädt es langsam. Ist sie tot? Das sind die Raketen und Xenotempel, hätte ich gefunden. Boah, die hat aber auch nicht was ausgehalten hier. Sollen wir mal Richtung... Wir haben auch zu 90% daneben geschossen. Richtung Sonnenaufgang fliegen, Richtung Osten. KVC Wasserpumpen. Hey, hey, hey. Was denn? Was ist denn? Wird stark beschossen. Und von was denn? Warum hat mein Laser eigentlich nicht geschossen? Vielleicht ist er nicht geladen? Ja, kann sein. Ja, jetzt Munition mitgenommen? Ja. Ja, ich glaub's zumindest. Mal gucken, also, Lithium, was also hier wäre schon mal Promethium. Da ist unser Wasserdings, da können wir wieder Wasser mitnehmen, falls wir wollen. Ich kurf mal ein bisschen Promethium ein hier. Also, kurf mal ein bisschen Promethium. Wow. Was hat er denn?
Wo seid ihr denn? Seid ihr beim Xenotempel oder seid ihr nicht beim Xenotempel? Nee, ich bin gerade beim Prometheus zum Lagern, hol mal ein bisschen. Beim Wasserloch. Das ich dachte, die wollen, dachte, ihr wollt die Raumschiffe ausprobieren. Dann müsst ihr doch mal herkommen. Ne, was nu? Ich bin nicht verwirrt. Also fliegen wir zum Valley. Los, wir fliegen zum Onkel Valley jetzt. Wo ist er denn? Da hinten, ne? Kann das sein? Drohnenbasis, Minigun, Truppentransporter. Wer ist denn jetzt wer? Also ich bin hier stark unter Beschuss. Ist ja gut. Du musst ja auch gleich die Drohnenbasis angreifen, ne? Ich war das. Das ist keine Drohnenbasis. Ah, okay, sie haben mir jetzt irgendwas. Ach, da, okay. Komme! Ja, mir fehlt definitiv jetzt irgendwas, Triebwerk oder sowas. Alles waren sie kaputt. Ja, ich find's halt irgendwie. Gut, okay, pass auf, dann lass es nicht, ich hau jetzt hier ab, ich geh jetzt einfach irgendwo her. Gleich da. Du bist so weit von uns runtergekommen, kann das sein? Wir sind beide bei der Drohnenbasis hier rausgekommen. Also da mein Schiff schon halb zerstört ist, ziehe ich mich jetzt zurück, macht ihr das mal alleine. Ich baue jetzt einfach mal irgendwas ab. Schmolter. Ich finde es halt ein bisschen blöd, weil wir haben gesagt, wir wollten die Schiffe ausprobieren und naja, wie dem auch sei. Ist okay, dann kann ich jetzt ja Erz fahren. Dafür sind wir ja eigentlich auch hergekommen. Dann. Da ist er ja, man sieht ja nichts, ist das Problem. Es ist so stockduster. Da gibt es doch eine Karte. Gut, aber die hat dann. Zum Zielen und so, weißt du, also, ja, zack, bumm, bumm. So, macht ihr mal. Ich repariere nachher mein Schiff. Ja, zusammen reparieren. Feindlicher Truppentransporter. Ja. Krieg ich auch gerade hier. Truppentransen kommen. Damn, damn. Na, guck mal, hier taucht irgendwie noch nichts auf an Ressourcen. Wir hatten doch hier schon Sachen entdeckt, oder? Mhm. Ja. Natürlich. Hier habe ich gesehen, Silizium. Doofe orange Mauer. Gehen die das überhaupt irgendwann nochmal an? Oder wird das nie. Persönlich sagen, ich glaube ja irgendwie ein bisschen nicht. Also, weil ich glaube, das ist schon ein paar Monate her, wenn wir sowas noch machen. Weil nämlich, ich sehe das so: je komplexer das Spiel wird, je schwerer wird es, diese Mauer loszuwerden und. Ja, ja, normalerweise müsste man, hätte man das schon lösen, ne? Fliegen wir denn jetzt hin? Fliegen wir jetzt planlos im Kreis irgendwie oder was? Ich suche Ressourcen für mich jetzt. Und da ich immer wieder auf diese Mauer stoße, ist es halt gerade ein Problem irgendwo. Mal gucken. Truppentransport, den kriegt man nicht kaputt, ne? War das so? Doch, den kannst du auch abschießen, aber dann kommt er nie wieder. Hm. Hat das nicht elendig lange gedauert? Schnapp ich mir doch mal. Der humpelt hier immer nur so schön durch die Gegend irgendwie, aber. So richtig Damage kriegt er hier nicht. Ach, schwierig mit den ganzen Löchern im Boden. Wow. Nee. Bäm, kabäm. Oh, okay, auf zum Eisen. Auf zum Eisen. Ich auf dem Auto. Yeah, baby. Was in der Hand sind alles kaputt geschossen. Wow, vorne habe ich nichts mehr. Krass, meine beiden Raketenwerfer sind vorne weg. Oh. Echt? Ja, Frontaltreffer. Ja, ja, meine Raketenwerfer sind weg und das Landedings haben sie mit abgeschossen und. Also zwei Raketenwerfer habe ich noch von mir im Inventar, kannst du haben. Meine Munitionskiste ist zum Glück noch da und das andere Ding auch. Okay, na ja. So, dann. Da, du, da, guck, da. Hä? Hallo, da. Ach so, ja, danke. Zeug. Zeug. Zeug, Zeug, Zeug. Wo ist denn dieses scheiß Prometheum-Lager da? Wieso schleppst du Raketenwerfer mit dir rum? Weil ich vier gebaut habe, aber nur zwei eingebaut habe. Okay. Hab ich noch Dreiecke? Ja, neun. Achso, nee, da kommt erst noch ein anderer hin. Brauchst du noch was an Rumpfblöcken? Da habe ich noch was in meiner Lager. Nö, Rumpfblöcke. Rumpfblöcke habe ich dabei. Okay. Das passt.
Ich habe halt nur nichts mehr zum, kein Landegear mehr, aber da kann ich gerade mit leben. Das ist, nee, Landi habe ich jetzt Kent dabei. Oh, da leuchtet's blau. Das funktioniert auch so. Ich bin ja schon mal leise. Wenn wir das Schiff dann weiter bauen wollen, brauchen wir. Ja, ich hole mal ein bisschen Promethium hier. Promethium. Ja, mit diesen Löchern da im Planeten ist echt mal schwierig. Die fehlenden Chunks, ne? Riesendinger habe ich hier, ne? Die fehlen. Ich habe nur so ein paar gesehen, gerade als wir gelandet sind. Beziehungsweise als wir runtergekommen sind, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dich schon in das Eisenlager gräbst. Kann das sein? Oder Xento oder nicht? Ja, ich... Es ist ja ein bisschen tiefer, deswegen habe ich gedacht, fange ich schon mal an, einen Tunnel zu gehen. Ja, aber ich... Ach, da bist du. Okay, alles klar. Ich suche dich gerade, deshalb. Wie laut hast du denn deine Kopfhörer gestellt? Ich weiß auch nicht, warum du so weit weggefragt hast. Ach so, du bohrst von der anderen Seite. Ha, ha, ha. Schalalalalalalala. Ich kann den Well nicht weggraben. So, passt. Ach, das ist schön hier. So, und du bist wo? Du bist noch bei den Drohnenbasen, ja? Nee, ich bin im Promethiumlager hier. Das, was hier gleich nebenan ist, oder? Nee, ein anderes. Der kommt nicht zu uns. Der hat dich gerade auf dem Weg entdeckt hier. Okay. So. Ich hole mal so 500, das sollte erstmal reichen. Ja. Sagt er, er hat 91 in der Tasche. Ja, verdammt, ey. 500 Promethium hast du schon? Nee, noch nicht. Aber ist mein Ziel jetzt. Ziele muss man ja haben im Leben, ne? Richtig. Mein Sound ein bisschen leiser. Ich wollte sagen, dann hört man gut durch. Teilweise. Was hört man? Xentos Sound über. Ja, vorne so laut. Über die Kopfhörer. Kommt, denke ich, mit dem Mikrofon ganz zu viel rüber. Ja, ich sag deshalb, ein bisschen Dresden, das scheint irgendwie doch zu empfindlich eingestellt zu sein. Nee, ich meinte jetzt den Spielsound vom Bohrer. Ja, der geht durch deine Kopfhörer, muss man überlegen, durch die Kopfhörer durch und dann noch ins Mikro. Wie laut hörst du denn? Hörst du noch was? Hä? Was? Nee, aber mit dem Übersteuern, das meine ich ja auch. Wenn das Mikro zu empfindlich eingestellt ist, kommt natürlich auch Umgebungsschall drauf. Wobei das beim Headset, also vor allen Dingen beim Headset, was sich so anhört, würde ich das eigentlich fast ausschließen wollen, dass das technisch möglich ist. Also, wenn du so ein 150-Euro-Headset hast, ja, dann vielleicht. Es geht darum, dass die Bauteile hier drin verbaut sind. Das ist natürlich auch ein empfindlicheres Mikro, das meine ich. Außer du kaufst dir Beats, da zahlst du nur den Namen. Ja, das ist klar. Aber das hat doch nie jemand anders ernsthaft erwartet, oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, derselbe bei Alien wäre es ja genauso, kaufst du ja auch noch den Namen von. Ist ja auch nicht mal, was es mal war. Also sie haben sicherlich keine schlechten Sachen, aber natürlich, den Namen zahlst du natürlich immer mit, ne? Und wahrscheinlich dann gleich mit 300-400 Euro oder so, ne? Deswegen. Aber nee, ich finde auch, also früher war Alienware toll, da hatten sie schöne kreative Gehäuse, die haben schick ausgesehen und... Ja, sie wurden von Dell aufgekauft, ja, was genau, soll man dazu sagen? Jetzt sehen die Dinger alle gleich aus. Also so die biederste PC-Marke, die man sich vorstellen kann, kauft Alienware auf. Das passt irgendwie nicht so rein. Das passt nicht so richtig zusammen. Gut, ich meine, ich gehöre ja zu dieser kindischen Sorte Menschen, die halt finden, die es halt toll finden, wenn ihr Computer halt ein bisschen mehr aussieht als wie eine graue Kiste. Meiner leuchtet auch. Ich baue die ganze Zeit über nur Steine ab. Warum sagt mir das eigentlich keiner? In den Kommentaren wird es wahrscheinlich schon hageln. Ja, wahrscheinlich auch. Ich habe echt nur Stein abgebaut da vorne. Mein Gott, ist das cool. Der leuchtet überall blau. So ein Unfug, ey. Natürlich ist es Unfug. Auch keine Sau. Sieht aber cool aus. wir müssen hier mal einsammeln, ne? Sonst gehen uns wahrscheinlich die ganzen Steine her, die ganzen Erze verloren. Die lagen so viele. Ja, ich hab mir mal ein bisschen Case-Modding angeguckt, da gibt's schon echt gute Sachen. Oh ja, da kannst du aber viel Geld reinbraten. Ja, ich meine, ich kürz nicht, ich habe nicht den handwerklichen Skill dafür, das weiß ja, ich, aber ich hab mir halt mal so angeguckt. Ist immer lustig, finde, wenn sich Leute dann irgendwelche Lampen und LEDs und
einbauen. Also, dann das guck Ding dir steht, besser meinen Computer nicht an. Das Ding steht letztendlich unterm Tisch und. Meiner steht auf dem Tisch. Echt? Ja. Ja, warum? Das ist zum Beispiel eine Idee, auf die ich nie kommen würde. Naja, wenn er gemordet ist, muss ihn ja auch schon mal irgendwie sehen, sonst macht es ja keinen Sinn, den zu morden. Ne? Ich weiß, dass er gemordet ist, das reicht. Ich habe einen blauen Lüfter da drin und der ist schon 20 Jahre alt gefühlt. Nö, ich habe zwei blaue Lüfter drin, die sind cool und da vorne sind so zwei komische Kristalle dran, die leuchten auch blau. Wir sind zu tief, ne? Also du siehst, dass das ganze Metall noch hier oben ist, ne? Also und weit über uns, ne? Wir kommen da mittlerweile schon noch schlecht hin, ne? Dann bauen wir uns eh, dann bauen wir das den so Tarätchen. Tarätchen. Geht das eigentlich noch, dass die Aufzüge auch ohne Strom gehen? Ja. Unlogisch, aber egal. Ja, ich super. Sowieso lieber eigentlich oben Basisblock drauf. Als die Dinger, aber naja, gut. Kommen wir wieder zum Thema animierte Objekte. Oh ja. Die Tür ist ja animiert. Also ja. Der Anfang ist ja gemacht. Da, ja, toll, dieser Anfang ist schon seit das Spiel da ist. Wäre auch ein bisschen doof, wenn die Tür sich auch nicht bewegen würde. Wie viele Leute sitzen eigentlich im Entwicklerteam, weißt du das? Nach meinen letzten Informationen 5. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob sie inzwischen noch jemand eingestellt haben oder so, aber so wie mir das aussieht, wahrscheinlich nicht. Ich sag mal, das Grundgerüst ist ja da, ne? Jetzt muss man halt nur noch ein bisschen. Ja gut, bisschen es fehlt halt noch. Der wichtigste Teil vom Spiel halt die Galaxie, ne? Ja, aber dann der erste Schritt ist ja schon gemacht da. Also. Ich bin mal gespannt, wie sie das speichermäßig überhaupt machen wollen, weil momentan speichert das Spiel ja jeden einzelnen Planeten. Ja. Ja. Wie sollen das bei 20.000 Planeten gehen? Bräuchten wir dann so NASA-Festplatten-Rack kaufen? Ja, frag mich, wie die das bei Elite Dangerous gemacht haben, wo du 5 Milliarden hast, oder wie viel es da gibt. Ich glaube, das wird großteils gestreamt. Ja, wäre dann hier auch eine Idee, oder? Finde ich auch. Ich bin aber kein Fan von diesem Cloud-Mist. Was machst du, wenn mal Stromausfall ist? Das ganze Spiel wegschmeißen. Tja. Naja, wenn Steam irgendwann mal sagt, wir wollen nicht mehr oder wird aufgekauft, dann kannst du alle Spiele wegschmeißen. Die nee, die Steam-Spiele, die kannst du meistens, also fast alle kannst du auch ohne Steam starten. Aber das sollte doch nicht passieren, also da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Das glaube ich auch nicht. Der dicke Herr Valve-Besitzer, der hat ja, der braucht ja schon eine ganze Schwimmbadhalle, um das ganze Geld unterzubringen. Was hat er damit nichts zu tun, wenn sie keinen Bock mehr drauf haben? Microsoft hat Zoom ja auch eingestellt und ja, alle gut, Leute, aber das wird wahrscheinlich aber auch nicht gut gelaufen sein. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass kann eine Firma einfach mal aufgekauft werden und dann wird etwas dicht gemacht und ja, dann erkennen die Leute, dass Digital Right Management nicht für den Arsch ist, wenn du nämlich nur die Nutzungsrechte kaufst, aber nicht das Spiel. Und bei Steam ist es eigentlich auch so, dass du kaufst hier nur die Ausführungsrechte für eine temporäre Zeit. Dann sollen sie bei mir halt vorbeikommen und die Spiele manuell von der Festplatte löschen. Ich glaube, die Arbeit macht sich keiner. Das brauchen sie gar nicht. Die können das nachträglich auch so machen, dass du die Spiele einfach nicht mehr starten kannst. Genau. Doch, hast du es noch nicht probiert? Du kannst fast alle Spiele von Steam ohne Steam starten. Du musst nur direkt auf die Startdatei klicken und halt nicht über Steam. Ja, das geht aber leider nicht bei jedem. Ah, aber 80%. So, ich bin nicht mehr in deinem Loch drin. Du musst jetzt mal selbst da ein bisschen Erz aufsammeln. Weil du so weißt viel... schon, dass das schon wieder ziemlich... Nö, ich finde das okay. So viel Erz, wie da nicht liegt, würde oder nicht sehen können. Ich habe es immer aufgesammelt, sonst wäre wahrscheinlich schon die Hälfte despawned. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, wie viel können da liegen? 100 Stück gleichzeitig oder sowas, bis sie aufgehen? 100 Stück oder so. Blödes Kackvieh, mein Schiff liegt auf dem Kopf. Ich werde mal gucken, ob wir hier noch... wieso liegt denn Schiff auf dem Kopf? Ich glaube, das hat einer umgetreten hier, so ein blödes Tier. Ja, diese scheiß Wand ist hier wieder. Okay, dann fliegen wir jetzt in die Richtung nach Norden. Also nach Süden können wir nicht weiter, da ist eine Wand. So, ich habe jetzt 555 Promethium. Jups, Gerät, alles klar. Ich will mal gucken, ob ich hier noch... Der Ausgang hat da oben. Wo seid ihr denn noch da? Ich habe irgendwo so einen Streifen in der Mitte von meinem Cockpit. Ist das optisch oder ist das... Silizium hätten wir hier noch anzubieten. Kobalt. Wie viel Eisen hast du denn jetzt?
Ich ja. 369. Eisenerz. Ich wollte nur noch mal ein bisschen Tageslicht sehen. Ja, ich werde auch ziemlich depressiv gerade hier. Fliege aber in die falsche Richtung. 369 Eisenerz. Ich habe 872. Ich hab 872. Warum kann man nicht schneller fliegen am Planeten? Warum haben sie diese blöde Limitierung da drin? Ich denke mal, das wird mit dem Tankladen zu tun haben. Ja, okay, hier ist die nächste Wand geworden. Hey, warum schießen du auf mich? Ich hab nicht auf dich geschossen. Doch, hast du. Hab dich nicht getroffen. Westen weiter. Soll ich mal zurückschießen? Nein, ich schieße jetzt im Wurmtod hier. Ja, guck da. Hier gibt's keine Blumen, hier gibt's nur Würmer. Oh, keine Munition mehr, scheiße. Was Bam. Raygun Munition. Ich finde ja sowieso, wenn man auf so ein Vieh schießt, dann sollte das ganz verschwunden sein. Raygun habe ich leider nicht. Ja, wenn du mit so Raketen draufballerst, ne, auf jeden Fall. Ja. Ja. Sehr lustig. Würde ich auch denken eigentlich, ne? So Fats, Bams. Weg ist. So, hier soll er. Wir brauchen einen höheren Splatter-Faktor, da ist keiner mehr drin, weißt schon, ne? Du willst doch ein bisschen Eisen, was ich mitnehmen kann. Nein. Also, alle ist das Loch noch nicht. Du kriegst kein Eisen, du warst nicht lieb. Was hier noch oben rumliegt. Komisch, dass er hier Chunks nicht. Ja, also dahinter, und also. Ich hab hier genau unter mir jetzt. Jetzt poppt es weg, okay. Schwierig. Was das ist echt merkwürdig? Die Chunks oder was? Ja, also ich verstehe es überhaupt gar nicht irgendwie. Der ist schon, das ist schon ein Beser der Welle, ne? Erst geht er aus meinem Loch raus und dann poppt das weg. Ah, ich habe unsere Wasserpumpen gefunden. Ja, deswegen habe ich ja einen Basisblock dahingesetzt, damit es auf der Karte jetzt sichtbar ist. Super, und jetzt war der Chunk eben da, jetzt fliege ich 10 Meter weiter und jetzt verschwindet der Chunk vor mir. Jetzt ja, der hat gewusst, dass du weg bist, jetzt braucht er, dass er nicht mehr gebraucht wird, der ist depressiv. Echt schwierig. So, brauchen wir sonst noch irgendwas oder haben wir alles? Der mag mich nicht mehr. Haben wir nur alles oder brauchen wir noch was? Also ich habe jetzt fast 1000 Eisen dabei. Ah, ich brauche... Ah, shit, ich kann nicht bremsen mit dem Schiff momentan. Hui. Nicht gut. Hui. Okay, so. Okay, passt. Kann nicht gut bremsen mit dem Ding. Kann nicht gut bremsen. So, die... Was agil ist dein Schiffchen ja schon, ne? Mhm. Das mit zwei, okay, mit zwei mal, RCS nur. Wir haben nochmal 138 Wasser. Ach cool, super. Kommt das Brummen von den Wasserpumpen? Boah, machen die mittlerweile so ein übles Geräusch. Krass. Das sind Wasserpumpen und keine Pumpen. Also 276 Wasser hätten wir jetzt hier noch. Super. Das ist schon mal nicht schlecht, glaube ich. Ne? So, gut, das ist ordentlich, halt ja. Jetzt nettes Sieg, das ist halt so ein Knubbelding. Ne? Hui. So, ich so fliegen wir mal wieder zum Onkel Well, der ist beim Wasserpumpchen. Eigentlich nochmal versuchen hier ein bisschen Essen aufzutreiben vielleicht, oder? Hier ist auch schon die richtige Richtung. Hier waren doch immer so viele. Boah, das mit den Chunks sieht echt schlimm aus hier. Bei mir da ist jemand sehr übermütig mit seinem Schaumriff, Raumschiff. Schaumriff. Ich glaube, ich fliege in die richtige Richtung hier. Richtung Südwesten. Oh, jetzt habe ich irgendwie außerdem meine... Hier fehlt der halbe Berg. Schade, hier waren doch letztes Mal noch so viele Würmer. Wo sind die denn alle hin? Oh, hier fehlt aber auch viel. Hier ist irgendwie kein Wurm. Gut, wir werden ja zwischen den Folgen den Planeten wieder reparieren. Ah, Wand! Und Sonne. Weil man auch wirklich durchgucken kann. Ne? Ja. Ich flieg zum Wallebäder. Ich hab's auch versucht, aber ich müsste einmal um den Planeten rum und wir treffen uns im Weltall wieder und wir können uns ja einfach im Weltall treffen. Eben. Ja, genau. Ins Allwelt. Und das in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil... Liebe Kinder, aber nochmal eben schnell Promethium mitnehmen, ne? Jetzt so. Nochmal? Nein, ich hab... Du hast doch gerade was entdeckt. Ach so, ach ja, das meinst du, ja klar. Ja, das kam jetzt gerade, weil... Ja, kommt aber mehr, ne? Ja. Ich kämpfe gerade mit einer Drohne. Alles und ich brauche auch langsam Sauer. Ich brauche auch langsam Sauer. Oh, stimmt, ich auch, ja. Tja, du Sau. So, noch eine Drohne weggeknallt hier und... Oh, Mining-Komplex. Einmal kurz drüber fliegen. Gut, dann würde ich sagen, bis zu die nächste Folge. Ich bin zuerst zu Hause. Oh Mann, das war knapp.
Ich war knapp hier. Knapp? Nichts. Ich muss jetzt mal gucken, wo überhaupt unser Raumschiff rumhängt. Wo sehe ich es denn? Das ist dann so viel auf der Minimap. Ich habe da gerade Orientierungsprobleme. Sind wir irgendwo beim Asteroidengürtel oder nicht? Zwischen Planeten, nee. Such einfach nach Akula und dann weil. Du musst ja nur noch. Ja. Such nach Akula, in der Richtung stehen wir. Akula? Aqua. Oder? Ja. Ist da ein L drin? Nee. Nee, ich packe immer nur aus Versehen ein. Achso, gut, nee, dann ist okay. Kreieren unseren eigenen Namen, macht ja auch nichts. So, soll ich denn danach suchen irgendwo so? Du kannst es zum Beispiel über M kannst du ihn auswählen, du kannst nur nicht hinworben. Aqua, Ziel erfassen, Orbit. Ah, da. Irgendwo in der Richtung, sagst du, müssen wir sein. Mal gucken. Ja. Klick einfach Richtung Zentrum, hier, ich bin auch gleich da, also Richtung der beiden Grünen und dann müsstest du hinkommen. So, und liebe Community, wenn ihr Namensvorschläge habt für unser großes Mega-Raumschiff, dann immer her damit. Den besten werden wir dann in 3 Wochen küren, wenn das Ding fertig gebaut ist. Ja. Ja, nächstes Mal wird am Raumschiff gebaut. Wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr was anderes machen. Ich baue am Schiff nächstes Mal. Jo, machst du das. Das ist schon okay. Okay. Will da endlich mal die Kiste fertig kriegen. Ui, ui, ui. Ja. Ui, 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 was? Ach nee, ich bin nur... Das ist kaputt gemacht. Bisschen, nee, gar nichts. Ich bin nur fast ein bisschen zu knapp hier reingeflogen. So, gelandet. So. Ausgesteigt. Wo komme ich denn überhaupt? Man kann das ganze Schiff vor lauter Tooltip-Texten gar nicht mehr richtig sehen. Einmal F9, dann sind die weg. Haben sie auch geändert. Da kommt er doch. Ja, ich kann momentan nicht mehr bremsen, deshalb. Also ganz schwierig jedenfalls. Irgendwie muss mir hier noch eine Schubdüse fehlen. Das wird spannend. Ich kann wirklich nicht bremsen! Zieh hoch! Boah, ich kann echt nicht bremsen. Irgendwie. Dann umdrehen, kein Gas geben und jetzt wieder ausgleichen. Guck mal, das steht da. Das gucke ich mir erstmal dann in Ruhe an. Oh, wow, keine Chance. Keine Chance. Aber du warst auf dem Schiff. Oh, Tatsache. Moment, noch ein bisschen weiter und dann jetzt mit C und Y und angedockt, ja. Oh, das ist super. Was? Das ist schwierig. Okay, da muss ich erstmal was machen. Ich glaube, ich brauche noch ein, zwei Rückwärtsschubdüsen oder so. Mit Bremsen ist das echt schwierig hier. Mhm. So, und Sauerstoff. Oh ja, stimmt. Da fliegt sich auch noch eben schnell hin, aber das mache ich jetzt. Off camera. Genau. So. Dann, ups. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Namensvorschläge wären echt toll, irgendwie so. Und, da bin ich mal gespannt. Ja. Na, gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen, alle. Tschüss.